Zu vier zurück mit Henry, Sam, Ellie und Joel. Wir sind im letzten Part auf die beiden gestoßen, sind jetzt auf dem Weg in deren Versteck und wir sind dabei immer noch auf der Jagd. Nee, wir werden immer noch Ja, gejagt und verfolgt von den Huntern. wir beide sind natürlich auch wieder dabei, Chris und Tom. Auch. Tja, und Ellie, die ist ein bisschen strange gerade drauf. Die rennt hier mit ihrer Weapon rum. So, und wir sind jetzt hier in dem Versteck von Sam und Henry gelandet. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Welcome to my office. How long have you guys been holed up in here? A few days. We found a bit of food, though. Here. Blueberries. Found a whole stash of them. You want some? No. Hey, man, relax. We're safe. So why haven't you left? Been waiting for the right opportunity. And? Here, check this out. Look at these sons of bitches. Every day they congregate down there, guarding that damn bridge. Come nighttime, it's down to a skeleton crew. After sunset, that's our window. Most of them gone, sneak right past them. That could work. Oh, it'll work. It'll definitely work. Wow. All right, ready? Ow! A blueberry hurt you? It's been a while since that boy even cracked a smile. She doesn't seem bothered by all this. So where were you heading? Heard the Fireflies are based out west somewhere. We're gonna join up with them. Something funny? It just seems like there's a lot of people putting their stock on the Fireflies these days. Yeah, maybe there's a reason for that. So you don't know where they are, and you're just gonna drag him across the country to find them? I tell you what, how about I worry about my brother, you worry about your girl. Easy. We're looking for the Fireflies too. This is us. There's an abandoned military radio station just outside the city. Any survivors from our group, they're supposed to meet us there tomorrow. You and your girl, you want to join us? It goes down tonight. I guess we best rest up then. He says it's time to go. Now we're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me like glue. Like glue. Like glue. Got it. Good, good. All right, y'all ready? Yeah. Okay. All right, y'all stay close, okay? Okay, also wir haben einen Plan. You tried this before? Yeah. That's comforting. Relax, old man. I hope you know. Der Mann mit seinem Alter, ey. Aber gut, ich meine, ein ganz junger Spund ist Joel jetzt auch nicht mehr. Schau mal aus dem Fenster, man konnte ja jetzt da direkt auf den Checkpoint praktisch gucken. Na, das sieht gerade so ein bisschen. Nee, das meint nicht, das Ach so, hier. Okay, ich sehe keinen. Auf jeden Fall ist das da ein bisschen gechillt, jetzt in der Nacht, da hat Henry nicht gelogen. Tja. Ellie und Sam, ja doch, Sam. Ellie und Sam, sie scheinen sich ganz gut zu verstehen. Ist wirklich mal ganz cool für die beiden, dass für sie die mal beiden, lachen können. Dass halt mal lachen können und halt überhaupt Gleichaltrige und so und diesen ganzen Kram eben. Diesen ganzen Shit. Diesen abgefahrenen Scheiß. So. Lohnt sich doch immer wieder, ab und zu mal in die Ecke zu schauen. Aber allzu viel finden wir jetzt hier nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch gleich schnurstracks weiter. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir wieder eine Session vor uns, ey, mit der Hunter. Mit der Hunter! Mit der Hunter! Ja,
Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Also mit vier Leuten sneaky, stealthig sich fortbewegen ist natürlich nochmal schwerer als jetzt zu zweit. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Ich hoffe halt wirklich, dass Henry da einen kleinen Plan hat. Alles klar, die Jutsi, schleichen wir uns jetzt einfach ran. Nimm den rechten. Oder den linken, eigentlich Banane. Na, wir brauchen wieder ein bisschen länger, weil wir wollen natürlich Messer sparen. Hat er jetzt ein Messer genommen, ja? Ja, ja, bei ihm ging es ja ganz flott. Sah so aus. Er hat einfach mehr Skills. Kann auch sein, ja. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Schau mal kurz, ob hier irgend. Ah, das mit den Flaschen hier, das ist ganz schön laut. War das ein Schuss? War ein Schuss, ja, glaube ich. Hier liegt noch Zeug, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack, zack, zack. Gucken wir nochmal kurz ins Inventory, ob wir irgendwie vielleicht was bauen. Ne, können wir nicht, würde ja angezeigt werden. Gut, theoretisch könnten wir jetzt den Typen am Scheinwerfer ausschalten. Und dann würde halt nicht mehr mit dem Scheinwerfer nach uns gesucht werden. Allerdings machen wir da damit ja auch auf uns aufmerksam. Außer wir schalten ihn vielleicht lautlos aus. Warte, da gerade ein Schuss? Ja, ja. Wo schießen die denn hin? Oh Gott. Okay, all klar, Klicker. Ja, hier hinten sind wir noch recht sicher, glaube ich. Hold on, there it is! Da hinten ist er, der Klicker. Mal gucken, wie gut die schießen können. Oh. Die scheinen sich daraus irgendwie so eine Art Freizeit-Hobby-Sport gemacht zu haben. Naja, irgendwie müssen sie sich ja beschäftigen, wenn sie nicht gerade mal wieder auf unmenschliche Art und Weise irgendwelche Typis killen. Wie viele Leute sind denn hier überhaupt? Wie viele Gegner? Naja, so richtig sägt das nicht. Weil ich würde auch sagen, lass uns doch den Typen beim Pfeil und Bogen? Naja, habe ich halt auch schon überlegt, ja. Also das wäre zumindest die lautlose Variante und die würden da nicht so unbedingt sehen, von wo wir kommen. Aber ich sehe halt auch ehrlich gesagt wirklich nicht genau, wo da oben einer ist. Verdammt! Scheiße, na gut, dann hat sich das sowieso erübrigt. Ja, Achtung, von links kommt einer. Ja, das machen die anderen schon. Ach, scheiße. Oder auch nicht. Erstmal Stellungswechsel. Erstmal schnell wieder hier rein. Ah, das lief ja jetzt total scheiße. Um auf den Punkt zu bringen. So, Schrotflinte genommen. So, dann komm mal her. Oh, oh. Sehr schön. Und jetzt hast du ihn. Ah, verdammt. Oh, Mist, ey, dass der noch atmet. So, das war's mit dem. Und der hat sogar noch Muni für uns. Okay, versuch mal von rechts zu flankieren. Kommst du rechts? Also jetzt. Okay, warte. Hat's! Richtig, geil. Oh Gott, jetzt scheint der wohl noch hier drin. So, da war doch noch einer. Was, der lebt? Boah, der lebt da hinten immer noch. Nein, jetzt liegt er da. Komm, 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 komm. Oh, Mist. Scheiße. Und dann auf jeden Fall heilen. So. Ja, da hast du recht, das sollten wir mal machen. Naja, gut, das ist jetzt zwar John Rambo-Methode. Rechts, genau. Oh, Alter, die sind aber auch auf jeden Fall im Angry Mode. Ja, definitiv. So, nee, Henry wollen wir keine verpassen. Haftbombe? Naja, Nagelbombe? Ziemlich viele auch, wa? Nee, nee, das geht schon so, oder? Oder Molly? Ja, ich hab ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt noch mehr Jagdgewehrmuni dafür zu verschwenden. Los. Ich schmeiß jetzt einfach mal da eine hin. Muss ja alle gleich aufschrecken. Sehr schön. Okay, eine hat's zerfetzt. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Schuss. Jetzt voll in die Fresse! Hat's!
Geil, gut. Ich glaub. Das wart. Nee, wart nicht. Oh Mann, komm schon. So, das wart mit dem. So, ich glaub, der Typ mit der Leuchtfunzel oben, der ist weg, weil ich sehe keinen Scheinwerfer mehr. Der muss in der Zwischenzeit, glaube ich, runtergekommen sein. Mal sehen. Ich lade jetzt hier erstmal nach. Pass auf, nicht, dass jetzt einer von links oder von hinten kommt oder so, durch eine Scheibe oder irgend so eine Faxen. Naja, die Mucke ist gerade ausgegangen, also ich denke, wir haben hier zumindest gerade noch kurz Ruhe. So, dann haben wir hier noch was zum Nachladen. Und craften können wir auch auf jeden Fall noch was. Na. So, dann war das Medipack auch gleich wieder drinne und ja, gut. Ich nehme jetzt erstmal die Schrotflinte, falls halt wirklich spontan wieder einer hier rankommt. Schneller geglotzt, ob die irgendwas haben fallen lassen. Aber ich denke mal nicht. Hatten wir ja auch eigentlich meistens gleich wieder aufgesammelt. Ja. Ich hoffe, wir kommen jetzt auf jeden Fall irgendwie noch über das Tor oder. Ja, nee, der Scheinwerfer sieht auf jeden Fall unbedient aus. Alright. Ja, wir haben es geschafft. We did it. Sehr schön. Ja, lief jetzt nicht nach Plan, aber wir haben eigentlich gut die Muni wieder rausbekommen. Haben sogar jetzt mehr Schrotmuni. Ja, Jagdgewehr wäre es ein bisschen schade, aber. Passt schon. Dann geht's weiter. Henry, give me a hand with this. Alright. You ready? Oh, jetzt kommen wieder schon wieder die Heinz. Und haben uns entdeckt. Ah, oh fuck. Ich nehme nicht an, dass die jetzt hier so schnell durch das Stahlrohr durchkommen. Das sah ja auf jeden Fall massiv aus. Wait. Look, wow. Oh, jetzt sind da oben schon wieder welche. Das wird durch. So, danke, Henry, auf jeden Fall schon mal. Ich lasse jetzt mal den roten Revolver jetzt hier. Die Schrot ist wirklich nur auf ganz kurzer Distanz richtig geil. Kann man die Reichweite noch irgendwie verändern oder sowas? Naja, die Streuung könnte man halt noch ein bisschen erhöhen. So. Also die Reichweite an sich natürlich nicht. Nee. Okay. Räuberleiter. Na denn, wir kennen das Spielchen. War hier noch was? Nö. Alles klar. Ich glaube, Sam hat aber keine Waffe, ne? Also die hat nur Ellie jetzt. Naja, Sam hat vorhin mit einer Waffe auf uns gezielt, also. Stimmt. Aber ich glaube, das war die von Henry. Keine Ahnung, nö. We're good. Sam, let's go. Alright, kid, come on. There you go. Come on. Shit. Hurry. Ja, doch, die kommen da schon anscheinend noch durch. Wie erpicht sind die denn bitte darauf? Ja, die haben jetzt mittlerweile auch echte Menge von ihnen gekillt. Also, wir sind eine potenzielle Gefahr für die. Okay, we gotta get him up. I'm sorry. We're leaving. What? What's this bullshit? Hey, now! What the fuck, Henry? Oh Mann, was soll die Scheiße jetzt hier von Henry? We stick together. Oh, saugeil, Eddie, ey. Da kommt die ja wieder runter, gejumpt. Gar nicht lange fackeln. Das hier durchs Tor, genau. Komm, Eddie, geh aus dem Weg. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, uns darüber den Kopf zu machen. Wir müssen jetzt erstmal unser eigenen Arsch retten. Komm schon. Oh, oh, Alter, das wird saueng. Das geht schief. Ei. Cool, dass Eddie gleich runtergekommen ist irgendwie. Ja, obwohl es auch dumm war. Ja, aber... Das zeigt uns mal wieder, dass das Band zwischen uns, zumindest von Eddies Seite aus, sich gestärkt hat. So. Jetzt Kindes halt verlieren. Also wenn die da durch diese Stahlrohr durchkommen, lassen die sich von so einer Garage auch nicht aufhalten. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber da hinten sind schon wieder welche. Oh, verteile auf jeden Fall ein paar Bomben. Ja, ein paar Bomben ist gut. Zack. Den Shotgun in die Fresse. Der muss gleich sitzen. Der muss... Oh Gott. Sehr schön. Der ist weg. Achtung. Oh, was ist denn mit ihm, Alter? Oh, beruhige dich erstmal. Komm erstmal an. Zack. Okay, wie viele. Oh. Kamera, Hilfe, hallo. Lauschen. So. Gut, okay. Meine Güte, ey, hier ist was los. Der ist weg. Fuck. Ja, fuck. Das ist das richtige Wort, Ellie. Stahlrohr auf jeden Fall. So, und Inna schlummert hier noch irgendwo rum. Nimm dir mal die Nudelsuppe da, oder was das da links war.
Also geradezu, nicht rechts, sondern links, genau. Nudelsuppe, ja. Naja, irgend so eine Dosen. Ja. Nee, da weil. Instant Aids. Weil wir so eine Nudelsuppen-Fans sind. Nudelsuppe. Nadelsuppe. So. Ja, da war doch noch einer da. Da stand er. Ach, ich sehe ihn schon. Das machen wir natürlich jetzt auf die elegante Art. Oder auch nicht. Ist der bescheuert oder was? Der will anscheinend wirklich sterben. Oh, komm schon! Sauber, Eddie! Sehr schön! Oh, ich finde das geil, wie die so ins Geschehen eingreift. Okay, das dürfte es aber gewesen sein, oder? Ja, ich glaube auch. So. Oh, tja, Henry, wollte halt seinen Bruder beschützen. Kann man so oder so sehen, aber das ist natürlich für uns jetzt erstmal eine scheiß Aktion gewesen. Ja. Aber, naja, mal sehen. Man muss aber halt auch sagen, wir schulden ihm ja eigentlich auch nichts, also... Okay. Ja, er hat uns ja im Grunde schon geholfen, ne? Wieso hat er uns schon geholfen? Naja, wir durften seinen Unterschlupf und alles und hier und da. Wir hätten ihn sonst getötet. Ja, er hat uns Blaubeeren angeboten. Nee, aber ich will damit nur sagen, wie du schon gesagt hast, wir schulden... Oder er schuldet uns ja nichts. Aber, trotzdem ist es kacke halt, ne? Also, ja, definitiv. Also, wenn du denn der Zurückgelassene bist, ist dir das, glaube ich, egal. Da denkt man nicht so objektiv. So, was ist hier los? Liegt hier noch irgendwas rum, oder was? Nee. Ich glaube, hier vorne ist noch was in dem Wagen. Genau, Pilz. Oh, 10 Stück gleich. Pilz! Das hat sich gelohnt, ja. Gut, na dann schieben wir das Ding hier mal weg. Gut, alles klar. Jetzt können wir da nämlich durch. Zumindest so halten. Okay, wir sind endlich an der Brücke. Aber, oh fuck. Aber alles andere als sicher. Jetzt geht's um die Wurst. Scheiße. Los, Ellie, renne, Ellie. Oh Mann, Alter, jetzt hier ein kleiner Hürdenlauf. Boah, immer im Zickzack laufen, Leute. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Oh, jetzt bleib ich unterstehen. Ich dachte, der springt darüber. Oh, ich dachte, das war jetzt, ey. Ich hab auch gedacht, jetzt ist vorbei. Oh, Ellie, renne! Scheiß auf Joel! In dem Moment jetzt mal. Wir schaffen das schon. Oh, spring rüber. How many bullets do you have left? They're gonna kill us. What other choice do we have? We jump. No, it's too high and you can't swim. I'll boost you up, you run past them. You keep me afloat. Ellie. No time to argue. Ellie! Damn it! Henry! He's awake! Hey, you. We're alive. Okay. See? What'd I tell you, huh? He's good. Everything's fine. You know, Sam's the one who spotted you. You guys are taking quite a bit of water. What's wrong? Henry! Get back, hey, son! Hey, hey, hey! He's pissed, but he's not gonna do anything. You sure about that? Stop! Joel? He left us to die out there. No. You had a good chance of making it, and you did. Coming back for you meant putting him at risk. Stay back. If it was the other way around, would you have come back for us? I saved you. He saved me too. We would have drowned. It's fine, I'm okay. You know, for what it's worth, I'm really glad we spotted you. Now, that radio tower, it's on the other side of this cliff. Okay? Place is gonna be full of supplies. You're gonna be really happy you didn't kill me. Hey, we're gonna search this area. See what we come up with. So, so viel dazu. Jetzt haben wir die ja doch noch gefunden, beziehungsweise die uns. Gerettet haben sie uns ja offensichtlich auch.
Ja, also jetzt hat er ja im Grunde gerade schon gesagt, wie Tom ja gerade meinte. Machen wir uns gleich mal neun hier. Es hätte halt seinen Bruder gefährdet, ja. Er hat recht, Joel hat recht, ist halt eine Scheißsituation. Einigen wir uns darauf. Und, Also ich bin auch noch nicht ganz sicher, wie ich das jetzt einordne genau. ja, ihr könnt ja da eure Gedanken mal zu äußern, wenn ihr wollt. Wir machen das jetzt offscreen und werden jetzt erstmal diesen Part beenden, sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir sind mit Sam und Henry ja soweit erstmal wieder im Reinen. Und was uns jetzt hier zu viert immer noch in der nächsten Zeit erwartet, sehen wir dann. Bis dann, Leute.